Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Challenge auf dem Zweisteinhof mit dem Mikado Place XD. Hallo. Und dem Tiger Farm. Hallo. Was ist denn jetzt für ein Bug? Ich habe eine Idee. Sollen wir vielleicht jetzt schon schlafen gehen? Oder? Ich würde sagen, theoretisch okay. Aber wie viele Stunden sind das denn? Aber sag mal, was ist das für ein Bug mit diesem Baumstamm hier? Guck mal, der will einfach nicht mehr von meinem MB-Truck runtergehen. Ja, verdammt. Ich würde gerne, bevor wir schlafen, noch was machen wollen. Ja, ich warte. Jo! Haben Sie endlich Ihre Stämme entfernt von Sägewerk? Nein. Nein. Immer noch einer. Oh, ja, komm, er ist im Kaufbereich. Schnell auf R drücken. Ja! Oh, er ist weg, ey. Ich hab's geschafft. Sie können dorthin. Ich könnte. Ah, doch, geht. Ja. Könnten. Ja, ich muss grad die fünf Stämme. Hier liegen meine restlichen Baumstämme. Fünf Stämme sind doch ein bisschen heftig für den Case. Aber er kriegt. Das würde ich easy schaffen. Sagt mir Bescheid, wenn ich schlafen gehen kann. Ja. Ja, um 9, oder? Ach stimmt, um 9 müssten wir sowieso schlafen. Aber ich wollte das ja vorziehen, weil so. Ja, ich wäre dann auch sowieso gleich. So, hier liegt noch ein Stamm. Okay, das sind 3 Stämme. Dann würde ich sagen 1, 2, 3. So, dürfte jetzt eigentlich funktionieren. Ja, so langsam ist der Case auch in seiner Belastungsgrenze. Mit 6 km/h und 1200 Umdrehungen. So, Also das ist schon etwas seltsam mit dem Baumstämmen hier und wie man die zieht. 15. Weil die gehen ja die ganze Zeit nur nach rechts. Ja, aber wo das liegt, das weiß ich nicht. Doch schlimm. Hier, so, ich bin schon wieder im Baum drin, nur weil der die ganze Zeit nach rechts zieht. Guck dir das an! Ich komme hier nicht mehr raus. Mikado, wie schaut's bei Ihnen aus wegen über Nacht überspringen? Ja, können wir von mir aus machen. Gut. Ja. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Oh mein Gott. Das ist ja supi. Das ist super. Und ich habe 30.000 BGA-Einnahmen. Yeah. Ja, und ich habe gerade noch meinen Kredit ein bisschen zurückgezahlt, bevor wir die Nacht übersprungen haben. Yay. Bisschen weniger Kreditraten zahlen müssen, ist immer gut. Es scheint sogar später noch die Sonne hin. Waren die Berge da hinten eigentlich schon immer? Sehe ich jetzt ja. Hä, hey, wo sieht man denn diese Umdrehung pro Sekunde? Rechts unten. RPM. Ach, RPM. 1799. Schiebt ihr immer noch Bäume durch die Gegend? Nö, ich gerade nicht. Ich schon. Ja, merkt man. Also bei mir leckt irgendwie nicht. Bei dir. Ja, bei mir. Wir müssen uns so ein bisschen auch. So, verkaufen. Das bringt mir nur 8.000. Wir haben hier nochmal 2 Paletten. Wir haben mich mit dem zufrieden bekommen. 10 Paletten Wolle. So, mal gucken, wie der Preis hier ist. Warte, hier steht doch noch der eine Baum hier rum, den ich die ganze Zeit. 2.000 und steigen, das ist schon mal gut. Geben würde, bekommen sonst was. Wie schaut's von der Sauberkeit aus? So, jetzt wird das schon wieder. Okay. So, B. Ja, wir müssen sowieso mit unserem Traktor hochfahren. Deshalb werden wir hier gerade mal alles abkuppeln.
Ach, Varuna, der Mute. Und dann, ja, der will halt geheime Sachen nicht preisgeben, stimmt, Varuna? Wenn er jetzt gerade da wäre, dann würde er ja sagen. Natürlich. Ja, siehst du? Dann kuppeln wir das mal alles ab und dann fahren wir mal schnell zu unserem. Ich bin jetzt mal gespannt, wie viel der Baum hier bringt. Zu unserem Land und gucken mal nach den Schafen so ein bisschen. $5,000? Nein! Oh, rechts verlinkt. Ach so, verdammt, der hätte Vorfahrt gehabt. Aha. Ja, irgendwie hatte ich da was verpeilt. Gas geben. Das Schöne ist jetzt, ich kann jetzt weitermachen mit meiner Arbeit. Hier, nee, sag mal. Also, man muss kann doch man schon den Lohnunternehmer anstellen? Ne, Lohnunternehmer darf man nicht anstellen. Ach, scheiße. Wir sind ja leider alleine. Scheiße. Also, leider, wir, leider. Wir haben nur Teigefahren im Moment in dieser Folge. Vielleicht ab morgen nicht mehr. Müssen wir mal schauen. Vielleicht. So. Oh oh, das war jetzt grad nicht so schön. Schlau, meine ich. Was haben wir hier eigentlich bei... Also ich muss sagen, mit dem Holz... Mit dem Holz? Ja, was ist mit dem Holz? Haben wir gut Gewinn gemacht. Ich habe jetzt nicht gerade so viel Gewinn gemacht, aber... Ich glaube nicht, ich müsste. Ordnung. Ja, es ist schön, wenn man so weißes Gold vor sich hat. Ja, ich habe auch schon ein weißes Goldpäckchen. Eins. Ist das? Ja. Danke. Sehr gut. Und gleich wieder rein damit. Bin damit. Ja, man muss auch ein bisschen Ordnung halten. Aber nur ein bisschen. Ja, so nicht viel. Sonst ist die Produktion des weißen Goldes nicht so gut. Gut. Aber wie viele Schafe hast du eigentlich? Ich habe unser Ziel schon erreicht. Schon seit... Du hast schon 50 Schafe? Ne, 80? Ja. Und seit 5 oder 6 Folgen. Oder noch länger sogar. Das hätte ich nicht erwartet. Tja. Das Geld arbeitet für mich, Herr Mikado. Von Anfang an habe ich... Für mich arbeitet immer noch nichts. Na, die 3 Schafe, die Sie haben, die können auch nicht arbeiten. Ich habe 8. Okay, die 8. Oh, da haben wir ja noch. Und außerdem können die arbeiten. Kann man ja hier sehen. Hier ist schon ein bisschen, ja. Es wird noch. Es wird. Vertrauen Sie den Schafen. Ja, ich vertraue den Schafen schon, aber ihnen halt nicht. Na toll. Wieso hier nicht? Das ist sowieso nichts mehr zu verlieren. Was ist mein Drescher kaputt gefahren? Oh. War das etwas Schadenfreude? Nö. Niemals, gell? Nein. Niemals, so was würde ich immer tun. Durch das, dass wir halt kein Lohnunternehmer haben, müssen wir alles selber machen. Dann dauert es ein bisschen länger. Aber nur ein bisschen.
Es geht eigentlich. Da haben wir halt auch mal wirklich was zu tun und nicht nur Bäume fällen. Also irgendwie ist mein Frontlader doof. Ich weiß gar nicht, weshalb man den überhaupt dran hat. Ja, womit tust du denn bitte deine Schafe sauber halten? Tja, das ist mein kleines Geschäftsgeheimnis. Das ich auch weiß. Ich glaube, ich weiß warum, das war die falsche Schaufel. Ich wüsste sogar mit was. Kann das sein, dass es mit dem... Ja, es ist noch... Ladewagen ist? Keine Ahnung. Jo. Keine Ahnung, sagt er. Ich kann doch nicht immer meine Geschäftsmodelle hier preisgeben. Ich habe schon viel zu viel verraten. Was hast du denn bitte schon viel zu viel verraten? Dass man gut Geld mit Holz verdienen kann, wenn man weiß, wie es geht. Das hast du nicht verraten, das habe ich gesehen. Ah, also Spionage sogar. Okay. Ja, wenn es direkt neben meinem Hof ist, wie soll ich das denn nicht sehen? Das ist Spionage, und zwar auf höchstem Niveau. Da werde ich mal ein Gerichtsverfahren anstreben. Oh, der Richter steht vor ihm. Oder er gesagt, bei der BGA. Ich fahre zur Türkei. Ich bin jetzt nicht mehr da. Ich hätte gern pro abgelieferten Stamm 500 Euro. Jo. Gut, dass ich jetzt kein Holz mehr mache. Ja, was? Schade. So, was wir uns halt beide im Moment sparen, sind die LU-Kosten. Aber ich hätte viel mehr Arbeit, wie ich selber verrichten kann. Das ist halt doof. Hä, sag mal, ist der zu blöd, um das... Ach ne, warte mal. Scheiße, ich bin zu blöd. Ja. Dagegen sagen wir jetzt mal nichts. So. Weil die auch nichts dagegen haben. Stimmt, oder habe ich recht? Hä, wie bitte? Ach, egal. Ich habe eine Idee. Eine sehr Sie gute haben viele Idee. Ideen. Ja, irgendwie. Es kommt so langsam. So nach und nach. Oh, die Sonne geht auf. Schön. Ja, das ist sehr schön. Stehen. Ups. Konnte im Minusbereich zurückzahlen. Na, ich sollte auch mal wieder ein bisschen was zurückzahlen. Schon nämlich schon wieder kein Geld mehr. Ich bin im Minus. Aber nur ganz leicht. Lass mal gucken. Ja, nur ganz leicht. Wow. So, wir haben nur ein Problem, wenn wir hier abgeerntet haben, beziehungsweise das Stroh auch weg haben, dass wir nicht ansehen können. Weil wir haben keine Sämaschine mehr. Ja, minus 3333. Die hatten wir ja verkauft. Oh. Minus 4 mal die 3. Die Sämaschine hatten wir ja verkauft, damit wir hier uns das Land kaufen können. Ach, der Rauner mutet sich aber oft. Das heißt, wir müssen uns eine mieten, weil das LU... Oh, das LU ist vielleicht nächste Folge. Ich schreibe mich echt, was der immer so alles Geheimes nicht preisgeben will. So. Bestimmt, dass er schon 80 Schafe hat. Und das ist der nächste Typ hier. Also das verstehe ich jetzt wirklich nicht.
Hier steht, dass die Sauberkeit bei meinen Schafen 28% ist. Und da liegt überhaupt nichts mehr. Das dauert ein bisschen. Ah, okay. Jetzt. Lol. Also wenn man so einen Ladewagen voll auskippt, kommen da ungefähr 3 Ladewagen raus. Okay. Nee, Stroh meinst du? Ja. Stroh braucht sehr viel Platz. Das ist einfach nur. Stimmt eigentlich. Das ist das Einzige, was sie gut umgesetzt haben. Ja klar, Stroh hat viel Luft. Ja. Da ist es berechtigt. Sag mir jetzt nicht, dass mein Helfer jetzt aufhört zu ernten. Doch, es regnet doch schon wieder. Nein, ich meine, weil der da keinen Weizen mehr... Hey, er macht sogar weiter. Gut gemacht. Oh. So. Heute ist mal wieder richtig Hochbetrieb. Das ist auch gut so. Die letzten Folgen waren ein bisschen Larifari mit dem Holz. Da ist wenig passiert. Wie viel Gerste müssen wir eigentlich sammeln? Ich glaube, wir haben 100.000, oder? 250.000, genau. Ja. Okay. Das ist ja eine ganze Menge. Ich habe meine Frage. Darf ich meine Hochfarbe ändern? Ja. Danke. Hätte jetzt nichts dagegen. Ich auch nicht. Dann bin ich nämlich jetzt rot. Nicht mehr ich wollte hier was gucken. Ups. Okay. Ein Fünftel. Müssen gucken, dass hier richtig viel nicht in die Frucht fahren, Leute. Macht man doch nicht. Das ist schlecht, wenn man das macht. Ja, das ist nicht so produktiv. Nee. Nein, das war auch nicht produktiv. Ist Tiger Farm wie so ein Wie so ein was? Wie so ein Stein. Ich bin gerade voll gegen ihn gefahren und bin gerade voll hochgeflogen. Und der MW-Trakt schafft es nicht, einen vollen Anhänger den Berg hochzuziehen. Oder kaum. Und? Der MW-Trakt ist halt nichts. Nee. Hätte der Case jetzt auch nicht geschafft. Das hätte der auch nicht besser geschafft. Doch. Ja. Nee. Wie viel PS hat der Dings da? Mein MW-Trakt. Jo. Der hat jetzt. Lass mich gucken. Nee, warte, ich muss bei meiner Garage gucken. Der hat 132 kW und 180 PS. 180. Ja. Ja, bitte. Ich habe 81 mehr. 81 mehr. 261 PS. Deshalb kann ich ja auch gescheite Maschinen benutzen und du nicht. Hä? Ja, zum Beispiel. Vor allem, wie kannst du bitte... Ach, warte mal. Tja. Case 7200 pro 250 pro Series. Ja, ist du halt hast locker einfach. Das mit 261 PS, ne? Jawohl. So, Leute. Das war's heute auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles. Und
Bis morgen. Ciao. Ciao. Tschüss.